Ein weiterer Teil zur Geschichte der Gemeinde, der sich verbindet mit der Geschichte des Ortes Waldniel. Ich stehe hier am Grabstein von Pfarrer Gustav Adolf Windrath. Pfarrer Windrath war von 1874 bis 1893 Pfarrer hier in Waldniel. Seine Geschichte ist ein bisschen tragisch. Er ist nämlich relativ jung verstorben, im Alter von 48 Jahren. Ich bin nicht ganz schlau draus geworden aus dem Bericht, woran er nun gestorben ist. Jedenfalls war er in Chur im Schwarzwald in Herrenalb mit seiner Frau gemeinsam. Und dort hat ihn dann der Tod ereilt. Pastor Windrath soll ein sehr freundlicher Mensch gewesen sein, vor allen Dingen den Kindern sehr zugetan. Er hat auch eine Ausbildung zum Lehrer gehabt, daher vielleicht auch die Verbindung zu den Kindern. Ja, seine Lebensdaten stehen hier auf diesem Grabstein. Dieser Grabstein steht erst seit einigen Jahren hier vor der Mauer. Hier befindet sich nicht sein Grab. Als das Grab abgelaufen war und wir es abgeräumt haben, da haben wir diesen Stein hier an die Mauer gestellt, wo wir die Grabsteine der Pfarrer sammeln, die hier beerdigt waren, auf unserem Friedhof. Und jetzt komme ich zu dem anderen ganz witzigen Teil der Geschichte dieses Grabsteins. Hier steht nämlich, dass Pastor Windrath Pastor in Bürg-Waldniel gewesen sei. Als wir diesen Stein versetzt haben, haben wir ihn aufarbeiten lassen. Und für uns war völlig klar, da steht, er war Pastor in Burg-Waldniel. Denn der Ort Waldniel wurde eine ganze Zeit lang Burg-Waldniel genannt, weil Waldniel traditionell Marktrechte hatte. Und die deutsche Bezeichnung für so einen Ort, der Marktrechte hat, ist Flecken, der Fleckenwaldniel. Und als dann die Franzosen kamen, wurde das natürlich dann ins Französische übersetzt. Und der französische Begriff für den Flecken mit Marktrechten ist Bourg. Also hieß in der französischen Besatzungszeit Waldniel dann Bourg-Waldniel. Und als die Franzosen wieder weg waren, hat sich das gehalten. Dann hieß es eben Burg-Waldniel. Drumherum lag das Kirchspiel Waldniel, also die Orte, die auch hier in Waldniel in die Kirche gingen. Das ist dann heute Kirspel Waldniel, Burg Waldniel eben aus dieser Zeit. Ja, der Steinmetz, der diesen Stein überarbeitet hat, der wusste das alles nicht. Der hat eben statt Burg Waldniel Büro Waldniel gelesen. Deswegen sind hier diese kleinen Ü-Pünktchen da drüber. Die sind dann notdürftig ein bisschen kaschiert worden, aber jetzt kommen sie wieder deutlicher durch. Und das O hat der Steinmetz dann versucht zu korrigieren, indem er hier eine etwas tiefere Mulde reingeschliffen hat und dann wieder ein G da reingesetzt hat. Das fühlt man also bis heute, wenn man über das G geht, dass hier eine kleine Mulde ist, um das O wegzuschleifen. So also auch wieder eine kleine, etwas amüsante Anekdote über die Geschichte unserer Gemeinde und die Geschichte von Burg-Waldniel.